Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Jawohl, ihr habt richtig gehört, endlich mal wieder Torwartkarriere. Wir sind zurück nach gefühlt 2 Wochen. Wenn es nicht sogar schon so lange her ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir Erster mit 35 Spielen. Die paar Plätze, die hinter uns sind, haben tatsächlich schon 36 Spiele gespielt und wir sind immer noch Platz 1. Das bedeutet aber trotzdem, wir müssen jetzt gewinnen, um natürlich hier unsere Führung, unsere Tabellenführung auszubauen. Wir spielen gegen Lotte. Warte, da wollte ich noch gucken, auf welchem Platz die sind. Lotte, 13, okay, ja. Ja, mittendrin irgendwo sind sie auf jeden Fall. Wir müssen einfach gucken, Alter, ich hasse dieses Lecken da, dass wir das Spiel auch gewinnen, so wie die anderen, und dann passt die Sache schon. Na, am liebsten würde ich jetzt nur noch Siege rausholen. Das wäre am besten und am geilsten. Denn ich will meinen Platz 1 jetzt nicht unbedingt hergeben. Auch wenn ich mit Platz 2, also als Platz 2 immer noch aufsteige, will ich den eigentlich nicht hergeben. Und wir haben es tatsächlich so weit gebracht, dass wir Platz 1 hier sind. Den möchte ich auch behalten und deswegen kommt. Schieß Tore. Ich probiere die anderen zu halten. Jawohl! 1:0 nach 8 Spielminuten. Zack! Direkt das 1:0 reingeböllert. So gefällt mir das. Schön gespielt hier. Zweimal in die Mitte gegeben. Und rin das Ding. Nice one. Da kommt die erste ansatzweise gefährliche Chance. Das war ja nicht mal eine Chance. Schweige denn gefährlich. Aber ich muss es so nennen, weil bisher kam der Ball noch nie in meine Richtung. Nicht mal am Tor vorbei, nicht mal irgendwie gefährlich oder was auch immer. Das ist ein sehr, sehr mittelfeldlastiges Spiel, kann man echt sagen. Den haben wir auch. Aber auch der. Überhaupt nicht gefährlich. Ja. Wie gesagt, das ging so zack, zack. Eigentlich nicht viel passiert. Bis auf das eine Tor und die zwei verunglückten Bälle, die ich da halten musste. Oder was heißt musste, konnte, für Punkte eben. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Übrigens, was mir gerade vorhin eingefallen ist, was ich noch nicht mal erwähnt habe. Ich bin gespannt, wann oder ob wir Angebote bekommen. Denn ich habe ja angefragt, ob wir wechseln können. Ob da dann vielleicht mal ein Angebot reinkommt, bin ich echt gespannt, denn ich würde die Saison, wie gesagt, gerne noch hier fertig machen. Das habe ich im letzten Stream gesagt. Ich habe die Torwartkarriere letztens ja mal gestreamt gehabt. Ja, ich würde, wie gesagt, die Saison gerne zu Ende spielen und dann halt eben wechseln. Also ich bin echt gespannt, ob mich jemand haben will. Vielleicht ein ganz cooler Club. Das wäre ganz nice. Ach, und noch was, Leute. Und zwar, wer meine PES-Trainerkarriere noch nicht gesehen hat, die hat tatsächlich ja, glaube ich, schon 80 oder 90 Klicks, also sowas um den Dreh. Das bedeutet, sie haben schon viele gesehen von euch. Wer sie aber noch nicht gesehen hat, muss unbedingt vorbeigucken. Die erste Folge kam letzten Freitag und eine neue Folge wird die Woche auch nochmal kommen. Ich fand es echt cool. Also vor allem das Spiel so mit den Torhymnen, mit FC Bayern, bla bla bla. Ein bisschen eine größere Mannschaft, eine bessere Mannschaft, was weiß ich. Wie Hansa Rostock bei der FIFA-Karriere. Ich finde PES echt cool. Auch wenn viele Leute immer so sagen, ja, FIFA ist besser. Mag sein, mag nicht sein. Ich finde PES trotzdem cool und mir hat das echt Spaß gemacht zu spielen, zu schneiden, und das wird mir auch in nächster Zeit noch ein bisschen Spaß machen, da an der PES-Trainerkarriere rumzuarbeiten. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn da Leute von euch eben reinschauen und mir Support geben. Also ich fand, dass die erste Folge richtig gut bei euch angekommen ist. Wie gesagt, wer sie noch nicht gesehen hat, gerne jetzt einfach mal angucken nach dem Video. Würde mich mega, mega freuen. Jetzt aber weiter hier mit der Torwartkarriere. Mal gucken, ob hier noch was passiert.
Jawohl! Endlich! Den Sack zugemacht! In der 8. Minute angefangen und bis zur 87. hat es gedauert, um das 0-2 nachzulegen. Wir haben ja deutlich mehr Ballbesitz. Also das müssten echt so 60-65% sein, die wir haben. Das ist echt schon viel Ballbesitz, die wir haben, glaube ich. Gut, dass sie sich jetzt nochmal hier, oder dass wir uns hier mit dem Tor belohnen konnten. Und mit dem 2-0 jetzt sichere 3 Punkte einfahren, das freut mich wirklich mega. Nachher beim Blick auf die Tabelle wird mir das dann mehr sagen, ob wir die dritte Liga schon bestanden haben quasi oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ui, der Pass, der war nicht so geil, aber es läuft noch alles, es läuft. Aus ist es! 0-2, völlig verdient, meiner Meinung nach. Das war kein sonderlich schweres Spiel, aber es ist wirklich so gewesen, so irgendwie fehlt unserer Mannschaft noch was. Ja, hier 60-61% Ballbesitz. Da hätte auch noch mehr gehen können, aber zumindest 3 Punkte, das ist die Hauptsache. Und ein 2-0 passt auf jeden Fall. Wäre es jetzt beim 1-0 geblieben, wäre es schon traurig, aber so auf jeden Fall okay. Gut, damit sind wir 6 Punkte vor Münster. Und wie viele Spiele haben wir jetzt nochmal? Wie war das gerechnet? 38 Spiele. Wir haben 38 Spiele. Und damit würde ich sagen, jawohl, es wird gefeiert. Wir sind auf Platz 1 mit 6 Punkten Abstand zu Münster. Und in den nächsten 2 Spielen kann man ja nur 6 Punkte holen. Und unsere Tordifferenz ist deutlich besser. Also sind wir quasi als Erster aufgestiegen in die zweite Liga. Es gibt was zu feiern. Mega, mega nice. Das freut mich. Und dann gehen wir doch gleich mal ins Training rein. Das ist ja echt geil. Es gibt nur noch 6 Punkte zu holen. Also quasi, wenn wir beide Partien verlieren und Münster beide Partien gewinnt, ist das auch egal. Denn dann zählt die Tordifferenz und da sind wir deutlich besser. Das heißt, wir sind auf jeden Fall safe als Erster aufgestiegen. Das ist mega, mega fett nice. Freut mich. Jetzt kommen eh wieder welche in den Kommentaren. Du hast falsch gerechnet. Das ist immer so geil. Das ist mir so oft schon passiert, dass ich irgendwas falsch gelabert habe. Und dass dann gleich 2-3 Leute in die Kommentare geschrieben haben. Aber ist gut. Das ist gut, wenn ihr aufpasst. Das ist, ich habe eine Community, die mir auf jeden Fall zuhört. Es wäre echt schlimm, weil es gibt ja auch, das habe ich schon von vielen anderen gehört, dann diese Alte, er hat mir einfach durch die Beine geschossen. Es gibt ja auch von vielen anderen, habe ich das schon gehört, Leute, die erzählen einfach immer was in ihren Videos und dann werden sie nach demselben noch 10, 20 Mal gefragt, obwohl sie schon erzählt haben. Also so quasi hört denen keiner zu. Also besser ihr hört zu und kritisiert mich dann. Das finde ich besser. Okay, auf jeden Fall ist das, was mache ich denn hier? Mega, mega nice, dass wir aufgestiegen sind. Das heißt, ab jetzt könnte ich gerne wechseln. Ich glaube, ihr habt mir damals geschrieben, dass das nur Sommer oder Winter geht. Ich hoffe, da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, weil ich glaube, das nächste Transferfenster ist im Winter und der Winter ist noch ungefähr gefühlt 9 Monate hin. Also das ist nicht geil. Viermal ein A. Besser geht's nicht, würde ich sagen. Wir sind echt schon bald auf dem 82er Rating. Das ist so krank, ne? Das ist so irre. Und wir spielen einfach in der dritten Liga. Was ist das? Was ist das? Trainingsverletzung. Okay, ja, das ist egal. Dafür kann ich nichts und das bringt mir auch nichts. Und da haben wir das Spiel gegen Groß Asbach. Also wir haben noch 2 Spiele gegen Groß Asbach. Und gegen wen war das jetzt noch? Ist ja auch egal. Groß Asbach ist 6. Die sind gar nicht mal so übel. Ja, ich bin gespannt. So, eigentlich können wir jetzt machen, was wir wollen.
Können auch verlieren, unentschieden, gewinnen, wie auch immer. Natürlich würde es mir gefallen, wenn das jetzt ein bisschen spannender wird als gerade eben, dass ich hier auch ein bisschen was zu tun habe. Ja, ansonsten würde ich sagen, zu Hause gegen Groß Asbach, lasst uns das Spiel beginnen. Alter! Da hat er echt gut gehalten. Ich war zwar gerade nicht da, also beziehungsweise hab nicht reingezoomt gehabt, aber den hat er noch ganz, ganz knapp am Tor vorbeigekratzt. Wieder eine Ecke. Zweite im heutigen Spiel. Diesmal müssen wir hin, diesmal gehen wir hin, dass wir die ersten Punkte bekommen. Wir stehen immer noch auf 6,2 nach 35 Minuten. Noch gar nichts passiert, gefühlt. Bis auf diese eine Superparade vom gegnerischen Torhüter. Ist ja echt nicht viel passiert. Ja, ich habe ja gesagt, theoretisch können wir machen, was wir wollen. Eigentlich müssen wir hier keine Tore schießen. So kommt meine Mannschaft mir auch vor. Also so kommen die rüber. So, ja, ganz entspannt. Wenn wir ein Tor reinböllern, dann ja gut. Aber wenn nicht, ist auch egal. Und die Gegner haben auch noch nicht die Großchance gehabt. Eigentlich noch gar keine so richtig krasse. Heute in der heutigen Folge ist irgendwie alles so, passiert nicht richtig viel in den Spielen. Das ist jetzt hart, bitter, aber irgendwann muss es doch kommen. Ich habe das bisher immer gemacht, dass ich bei der Ecke so ein Stücken rausgehe. Ja, und dann war ich halt nicht im Tor. Und er kann ihn reinschieben. Aber gut, das ist gar nicht schlimm, weil ich habe das schon irgendwie gerochen, dass irgendwann jetzt einer eine Riesenchance haben wird von Groß Asbach. Entweder ich halte ihn oder ich halte ihn nicht. Das war jetzt keine Riesenchance, aber gerade läuft so ein bisschen so, ja, Groß Asbach merkt oder kriegt mit, dass wir noch nicht so viel machen. Also wir haben irgendwie nicht so Lust, Tore zu schießen. Und die natürlich schon. Die wollen natürlich jetzt gucken, dass sie uns dann irgendwie schlagen können. Was weiß ich. Irgendwie einen Sieg rausholen. Was macht mein Torwart jetzt? Ui. Auf jeden Fall war das ziemlich vorhersehbar, dass jetzt irgendwas kommen wird. Ja, dass es natürlich so blöd kommt, habe ich nicht erwartet, aber ist nicht schlimm. Und da kommt die nächste Chance, der nächste Treffer, 2-0 für Groß Asbach. Es ist traurig, Leute, ich weiß. Zu Hause vor den eigenen Fans, vor dem eigenen Publikum so zu spielen als Torwart, das ist echt traurig. Denn am heutigen Tag, wie gesagt, hatte ich noch nicht so viel zu tun. Ja, die zwei Dinge, was ich hier halten hätte müssen können, habe ich nicht gehalten. Ja, das ist schade, ich weiß. Aber, ja, ist halt so. Ich kann jetzt auch nichts sagen. Ich hab ihn halt nicht gehalten. Es war schlecht. Ich stand am kurzen Pfosten und hinten war einer frei. Ja, blöd gelaufen. Alter. Die Fans gehen richtig ab hier. 1:2. Wenigstens nochmal verkürzt. Wenigstens zum Ende hin. Zeigen, wir sind noch da. Wir sind nicht völlig abgeschrieben. Aber das kann man meiner Mannschaft natürlich auch vorwerfen. Klar kann man mir vorwerfen, die hätte ich halten müssen. Aber man kann auch meiner Mannschaft vorwerfen, sie hätten von Anfang an viel mehr Chancen herausarbeiten müssen. Und vielleicht schon das erste Tor damals schießen hätten müssen, tun haben sollen. Aber wurde halt auch nicht gemacht. Ist halt so. Ich kam wieder ein bisschen raus, diesmal aber halt gut. Komm, bitte krieg ihn.
Ach, fuck. Oh, doch, Erdin. Oh, er ist noch drin. Er ist noch drin. Vielleicht haben wir ja so viel Glück und schaffen hier noch den Ausgleich. Ja, so wird das natürlich nichts. Komm, erhol den sich nochmal. Schön, erhol den sich nochmal. Jetzt, komm. Spielen in die Mitte. Die Grätsche war gut. Man muss es leider so sagen. Die Grätsche war gut. Und es gibt einen Einwurf. Probier jetzt nochmal. Schön. Oh, der Schuss war natürlich nix. Das war ein Pass zum Torwart, kann man schon fast sagen. Das war echt auch nicht so geil. Gut, kann man nichts machen. Klar, wenigstens einen von den beiden hätte ich halten können. Dann stehen sie hier 1-1. Aber wer weiß. Vielleicht hätte dann unsere Mannschaft das Tor nicht mehr gemacht. Es war auf jeden Fall keine Glanzleistung, ich weiß es. Aber kann man nichts machen, ist halt so. Wir sind trotzdem immer noch Platz 1. Wie gesagt, wir können eigentlich gar nicht mehr viel falsch machen. Münster hat tatsächlich gewonnen. Ein Spiel bleibt noch übrig. Und wenn sie wieder gewinnen und wir nicht, dann ist es halt blöd. Aber wir spielen gegen Erfurt, gegen Rot-Weiß Erfurt. Die sind auch so Mittelfeld, Platz 11. Vielleicht können wir ja wenigstens ein Unentschieden oder ein Sieg oder irgendwas, ein Unentschieden wenigstens rausholen, damit wir jetzt nicht gerade punktgleich sind mit Münster. Das wäre dann ein bisschen knapp. Gut, ansonsten das Training, das bewahre ich mir für nächste Woche auf. Und dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei der PES-Trainerkarriere vorbei. Und ja, bei der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Wie gesagt, ich habe keinen Uploadplan mehr. Ich weiß nicht mehr, wann was kommt. Wer sich jetzt denkt, warum hat er keinen Uploadplan mehr? Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich habe ein Infovideo auf meinem Kanal hochgeladen gehabt. Da habe ich alles erzählt, warum ich keinen Uploadplan mehr habe, was YouTube mit meinem Kanal gemacht hat, dies, das, jenes, hin und her. Und ja, also ich kann jetzt auch keine Infokarten mehr einblenden, deswegen schaut auf dem Kanal da vorbei und da seht ihr das Video dann auf jeden Fall. Das letzte Infovideo war das. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt aber. Bis dahin, haut rein, lasst mir drunter, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes, feel like a tide.